Metropolmusik Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 20. Podcast der Metropolmusik anlässlich der diesjährigen Zikaden. Die Metropolmusik ist ein Zusammenschluss von professionellen und vor allem auch sehr kreativen MusikerInnen. Ich bin Maja Taube, langjährige Metropolista und hatte das Vergnügen, mit Clarissa Forster zu sprechen. Clarissa Forster ist eine junge Jazzsängerin und Jazzkomponistin, die bereits seit einigen Jahren mit ihrem Quintett auf Klangexpeditionen geht. Wir sprechen darüber, wie sich die Biografie einer Jazzmusikerin im 21. Jahrhundert strickt, was Clarissa bis hier geprägt hat, wie sie Entscheidungen trifft und wie künstlerische Prozesse bei ihr aussehen können. Das Gespräch hat in mir eine große Vorfreude geweckt, sie im August bei den Zikaden erleben zu dürfen. Und ich hoffe, das tut es bei euch auch. Liebe Clarissa, ich begrüße dich ganz herzlich zum Metropol-Podcast. Freue mich, dass ich dich hier und jetzt offiziell kennenlerne und natürlich auch unsere ZuhörerInnen. Und ich freue mich darauf, dir jetzt einfach ein paar Fragen zu stellen, dass ich dich kennenlerne und alle anderen, die zuhören, auch. Das war jetzt ein Doppler. Und ich habe schon von dir gehört, dass du gerade irgendwo in Niederbayern sitzt, wo du eigentlich herkommst. Wo kommst du denn her? Genau, ursprünglich komme ich zwischen Regensburg und Ingolstadt her. Das ist also Nähe Weltenburg. Das Dorf heißt Holzerlanden. Also ich sage das nicht, weil man das kennt. Aber poetisch könnte man sich vorstellen, dass wahrscheinlich rundherum viel Holz und Wald ist. Genau, und ich habe da das Glück, dass ich da einfach in meinem ehemaligen Elternhaus oben eine Wohnung habe und gleichzeitig auch eine in Nürnberg, und so kann ich quasi auswählen, was ich gerade brauche. Wahnsinniges Privileg, ich weiß. Sehr schön. Und genau. Ich glaube, du kommst gerade so frisch aus der Hochschule, oder? Ich habe gehört, du hast jetzt Jazzgesang studiert und hast noch ein Jazz-Kompositionsstudium draufgesetzt und hattest gerade eben erst letzte Woche oder vorletzte Woche dein Abschlusskonzert. Stimmt es? Ganz genau. Es war letzte Woche am 11. Juli auf AEG und ich habe das quasi mit einem neu gegründeten Ensemble dieses Projekt verwirklichen können. Genau, das
also wir haben das jetzt mal, oder ich habe das mal Posse Ensemble genannt, nach einem Zitat, das ich glaube, vor einem halben Jahr das gehört habe, von Shakespeare, das da heißt, und so treiben wir Posse mit der Zeit und die Geister der Weisen sitzen in den Wolken und spotten uns. Und ich finde es so stark und ich war genau in dieser Zeit irgendwie Suche nach einem Namen, weil, also ich wollte nicht wieder Clarissa Forster Quintett oder dann Elftett oder Tentett oder was auch immer, die üblichen Namen, die man dann immer an seinen Vor- und Nachnamen knüpft. Und da dachte man, Mensch, fällt mir da jetzt nicht was ein? Und dann kam das irgendwie so angeflogen und dann dachte man, ja, dann muss ich das jetzt einfach nehmen. Genau. Und auch das war sehr jetzt, poetisch. Sehr poetisch, ja. Genau, und dann, also ich habe quasi in diesem Abschluss, war der ursprüngliche Gedanke, dass ich eine Kammeroper schreibe. Und jetzt, bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine Oper war, ist. Zumindest war es aber ein Stück, das durchgehend oder ging und eine Erzählung hatte von den menschlichen Abgründen und Befreiungsschlägen. Ja, genau. So war eine interessante Phase. Ich habe das so ursprünglich ich habe das mit dem Max Heimler, den wir wahrscheinlich die ZuhörerInnen auch kennen, habe ich so ganz am Anfang zusammen die Geschichte gesponnen, wo es dann irgendwie erstmal um ein Regime und eine Protagonistin geht. Wir haben uns dann an dystopischen Romanen orientiert. Ich wollte erst irgendwie so drei Realitäten oder so. Das hat den Beinamen, also das Stück oder das Werk heißt Wachtryptychon der Wirklichkeiten, wo es um Dystopie, Utopie und Realität geht. Jetzt ist es, glaube ich, eher nicht so dieses Gut und Böse, was Regime und Protagonist hat, sondern auch so wahrscheinlich so die eigenen Diskussionen, die man immer wieder mal führen muss oder einen Weg. Aber vielleicht letzten Endes ist es auch das Gleiche oder jeder kann da suchen, was er haben will. Ob er jetzt das eher politisch sieht. Ich glaube, ich selbst sehe es nicht politisch, aber man könnte es durchaus politisch sehen. Genau, oder man sieht es einfach persönlich. Okay, also ich habe jetzt noch nicht viel von dir gelesen, aber ich habe mir ein Konzert angehört in Vorbereitung auf unser Gespräch. Ja. Und das Konzert und das, was du jetzt sagst, kommt mir so vor, als ob du sehr viel liest, als ob du sehr literaturverbunden bist, viel mit Sprache arbeitest, Texte da tief einsteigst. Was hast du denn gehört, wenn ich fragen darf? Ich habe dein Konzert im Blue Note in Leipzig mir angehört. Ja, okay. Ja, also ich habe mal viel gelesen. Es ist leider jetzt ist so ein bisschen, es ist nicht mehr so viel. Ich habe letztes Mal habe ich ein Interview von Jonathan Mese gesehen. Heißt der Jonathan Mese? Ja. So, das ist ja irgendwie ein interessanter Typ. Und er geht dann irgendwie so durch die Bibliothek durch und öffnet dann nur diese Bücher und macht die dann so durch und sagt, ja, und jetzt habe ich das schon gelesen. Das reicht doch. Also ich glaube, ganz so schlimm bin ich jetzt nicht. Aber also ich find gewisse Thematiken total interessant. Ich stöber sehr gerne in Bücher, habe aber irgendwie in den letzten Jahren hatte ich nicht das Durchhaltevermögen, sehr viele Bücher zu lesen, sondern dann eher so geguckt, was gibt es. Begeisterung auf jeden Fall für Literatur. Aber dann, also ich habe unter anderem, was du dann wahrscheinlich auch gehört hast, in diesem Blue Note Konzert, es gibt ein Stück, das heißt Eta,
und behandelt die Thematiken von Hoffmann, wo ich habe, glaube ich, zum ersten Mal, war vielleicht vor 6, 7 Jahren, gab es den Sandmann, wurde der im Staatstheater gespielt. Den habe ich mir angeschaut und ich war total begeistert. Und dann war so, okay, was gibt's von dem alles? Und einfach die Thematiken haben mich da irgendwie begeistert. Okay. Auch wenn ich jetzt nicht alles von Hoffmann gelesen habe, habe ich dennoch Gefallen dran finden können. Naja, du warst jetzt die letzten Jahre ja auch mit einem vermutlich ziemlich anspruchsvollen Studium beschäftigt. Ja. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, Sängerin zu werden, erstmal? Warum bist du eine Jazzsängerin geworden, bevor du jetzt auch noch natürlich eine Jazzkomponistin geworden bist? Ja, also jetzt hier sitzend in meinem bayerischen Dorf würde ich sagen, ja mei, so halt. aber... Also was ich aber eigentlich vielleicht damit sagen könnte, es hat sich so ergeben. Mhm. Also ich hab angefangen mit Klavier. Dann habe ich irgendwie meinen M-Zug gemacht und da in dieser Zeit muss man natürlich irgendwie so Praktikas machen. Und dann bin ich irgendwie halt über so Connections in die BMW und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte, nein, bitte nicht! Lasst mich hier wieder raus! Ich will Klavier spielen wieder! Und dann habe ich erfahren, dass es so Berufsfachschulen für Musik gibt. Mhm. Habe dann in Blattling diese 2-jährige Ausbildung absolviert. Hatte zu dieser Zeit... Also das ist jetzt quasi so ein kleiner Ausschnitt, aber führt dann nachher zum Jazz. Die Pianisten brauchen immer ein Nebenfach. Ich wollte Gitarre machen, waren alle Plätze schon belegt, weil das alle Pianisten irgendwie machen wollten. Also hat dann die Schulleiter gesagt, ja, die soll doch Saxophon spielen, da haben sie irgendwie gute Erfahrungen. Ja, also dann habe ich halt Saxophon gemacht. So, und der Lehrer war Jazz-Saxophonist, Martin Jungmeier, der hat damals in Würzburg studiert. Und ich war, also es war sowieso ein unfassbar toller Typ. Und dann hat es halt da irgendwie so ein Jazz-Kombo gegeben, die er geleitet hat. Und irgendwann hat er halt dann gesagt, ja... Also Klavier spielen, naja, aber vielleicht hast du ja mal Lust zu singen. Und dann, ja, okay, also ich probiere das jetzt mal. Und dann habe ich irgendwie gesungen und dann, dann wird mir irgendwie so mit, also ich war zu dem Zeitpunkt 18, dann wird mir irgendwie konfrontiert, ja, willst du jetzt halt wirklich Musik machen? Und eigentlich für mich war das wenig Diskussion, klar will ich das. Jetzt muss man Aufnahmeprüfung machen. Oh Gott, das ist ja schlimm. Für Klavier auch eine Prüfung machen. Aha, da, okay, also wie geht das jetzt? Okay, man muss sich anscheinend irgendwie bei den Professoren, irgendwie muss man da vorspielen und die erstmal kennenlernen, dass man da überhaupt eine Chance hat, durch diese ganze internationale Konkurrenz, dass man da irgendwie da durchkommt. Und dann habe ich quasi daraufhin, das in Wiesbaden haben die mich angenommen und habe da dann Klavier studiert und war aber nie, also ich meine, ich konnte schon spielen, aber ich war jetzt nie sonderlich gut und ich habe mich nicht gespielt in diesem Studium, sondern das war echt hart irgendwie, vor allem, weil ich hatte ja keine Technik. Aha. In der Berufsfachschule, das war eher so eine Persönlichkeit, auf die ich gestoßen bin und keine Pädagogin. Wenn ich das mal so sagen kann, aber also auch von der, ich habe die wahnsinnig geschätzt, aber pädagogisch, naja. Und dann habe ich das halt im Studium nur irgendwie, habe ich das einfach dann so, ich glaube in meinem letzten Jahr habe ich dann nur einen Lehrerwechsel gemacht. Und dann habe ich mich entschuldigt bei dem anderen Lehrer und habe gesagt, also ich finde das Wahnsinn, was Sie sagen. Es tut mir nur leid, weil ich kann es nicht. Ich würde zu dem anderen gehen. Der könnte mir sagen, wie man überhaupt seine Finger bewegt.
Genau, und dann war aber schon, ich glaube, nach 2 Jahren war das schon irgendwie so, diese Klassik, ich weiß nicht. Also die ist ja wahnsinnig toll, aber ich glaube, es ist nicht mein Feld. Ich bin da durchgekommen, weil ich, also zu mir wurde immer gesagt, ja, also musikalisch ist das toll, aber so technisch gesehen müssen sie noch viel üben. So, ja, ich übe eh schon, aber ich kann es halt nicht. So. Genau. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich habe da im Auto habe ich einfach viel Jazz gehört, weil ich mir nebenbei dann einen Job aufgebaut habe, was wieder hier in Bayern war. Also gab es halt dann irgendwie regelmäßige lange Autofahrten. Ich habe viel Jazz gehört und dann bin ich irgendwann auf Cyril Aimé gestoßen, die auf einer Platte den Leven Walk gemacht hat mit Scat-Gesang. Und da dachte ich mir, ah, okay, jetzt verstehe, also ich glaube, Jazz, Gesang kann man doch lernen. Also das ist, man kann da vielleicht doch mehr machen, außer nur singen. Also nur Texte singen, will ich damit sagen. Und da dachte ich mir, das probiere ich einfach. So, ich mache das gleiche Produziertere wie vor 4 Jahren im Prinzip. Suche mir raus, ich will wieder irgendwie so in die Gegend Bayern, wer ist denn da, wer ist in Nürnberg und in Würzburg. Zu der Zeit war die Rainette bei beiden, die, ich sag mal, Hauschefin, die Abteil, also die, ach ja, die hat es auf jeden Fall geleitet irgendwie. Die Abteilungsleiterin, das, sowas, ja. Ja, so, das ist, genau, und dann bin ich irgendwie zu der gefahren und dann haben wir gesungen und dann hat die gesagt, ja, das, ich soll das machen, das wird was. Und dann habe ich bei beiden den Platz bekommen und dann habe ich mich für Nürnberg einfach entschieden, weil da zudem noch die Fula Dada war und ich das sehr spannend fand, was die macht. Und dann habe ich bin ich einfach so ins kalte Wasser gesprungen und habe dann da gesungen. Und es hat aber lange gedauert, bis ich wirklich gesungen habe. Also bis ich verstanden habe, dieses Instrument, Stimme, wie das funktioniert, wie das Üben funktioniert, weil das ist ja völlig anders wie klassisches Klavier. Also das ist, hat gedauert. Aber ich glaube, jetzt so seit 1-2 Jahren weiß ich, wie singen irgendwie geht. Das finde ich total spannend, weil du ja dann wirklich so ein bisschen pragmatisch so da reingerutscht bist über deinen Lebensweg. Also das war jetzt nicht das Feuer deiner Kindheit, ich will Jazzsängerin werden, sondern du bist da so über Abzweigungen sozusagen hingerutscht. Ja, voll. Voll. Also ich hab auch nicht wirklich Jazz definieren können. Ja. Was das ist, also... Ja. Also meine Mama, die hat schon Queen und Beatles und so, also es ist, und viel Klassik tatsächlich auch, also es war guter Musikgeschmack, aber das war jetzt halt nicht die, keine Ahnung, wie vielleicht bei manchen die Erzählung ist und dann saßen wir Sonntag alle zusammen und haben Musik gehört, also das war jetzt da irgendwie nicht der Fall. Aha, okay. Und gab es dann aber auch oder gibt es für dich irgendwie einen Zeitpunkt, wo dann doch das so bei dir eingerastet ist oder die Flamme entzündet wurde oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, wo du dann so gesagt hast für dich oder gespürt hast, ja, okay, das ist es für mich. Ich bin Jazz-Sängerin. Oder bist du immer noch auf einem Weg? Ich meine, du hast ja jetzt auch noch, reden wir auch gleich noch drüber, Jazz-Komposition gemacht. Bist du immer noch auf einem Weg, der weiter und weiter geht über Abzweigungen? Diese, weiß nicht, also diese Definition, jetzt bin ich Jazzsängerin, weiß nicht, habe ich das jetzt schon? Nee, ja, also ich glaube, ich mache einfach wahnsinnig gern Musik und drücke das sehr gerne mit der Stimme aus und mit eigenen Sachen. Jetzt muss man, weiß nicht, man könnte jetzt natürlich auch, was ist jetzt der Jazzsängerin oder was ist jetzt der Jazzgesang, also das ist ja, oder was ist jetzt halt erstmal dieser Jazz, weil, also ich glaube, für mich ist es mittlerweile wahrscheinlich einfach nur so eine Lebensform oder eine Form, wie man Musik versteht.
Aber das heißt jetzt nicht mehr, wenn man Jazzsänger ist, dass man jetzt halt einfach nur Standards macht. Mhm. Also das habe ich ja tatsächlich viel zu wenig. Also ich fand es toll, aber es hat mich dann auf eine gewisse Art und Weise gelangweilt, weil es eigentlich nichts anderes ist als die Klassik. Also man lernt halt gewisse Sachen, man lernt, wie das funktioniert, aber dann ist es ja dann doch wieder einfach nur covern oder interpretieren. Was aber auch nicht schlimm ist, übrigens. Also ich will jetzt halt nicht, dass sich das negativ anhört, nur für mich, die ich halt einfach wahnsinnig viel so klassische Literatur gespielt habe. Und man darf natürlich hier ja auch sein eigenes mit reinbringen. Oder ich habe das halt dann einfach gemacht. Oder von was die Interpretation betrifft, war für mich dann Standards spielen, machen oft ähnlich. Mhm. Genau. Und ich glaube, aber quasi um auf die Frage zurückzukommen, wann das bei mir eingerastet ist, ich glaube eigentlich, dass das schon immer da war. Also ich hatte schon irgendwie immer einfach Lust, Musik zu machen, und irgendwie gab es wenig anderes. Also ich konnte mir nichts anderes vorstellen, also es war jetzt ja kein Ausweg, dass ich sage, ja, dann mache ich halt jetzt Musik. Aber so... Ich glaube, ein Erlebnis, das war so, da war ich sehr jung, oder was heißt sehr jung, ich glaube, das war so 8 oder so, dann bin ich zum ersten Mal in einem Musical nach Stuttgart zu Phantom der Oper. Und mich hat das so begeistert. Also, und ich wollte am liebsten da irgendwie auf die Bühne rein und dann überall gucken, wie geht es, was hat das für eine Macht. Und ich glaube, das war auf jeden Fall was, wo ich immer dachte, boah, das ist, ich will da mehr davon. Das ist mir nicht genug. Ich will das immer haben. Mhm. So, genau. Und ich glaube, das waren dann eher so, also ganz viele Live-Erlebnisse, wo ich andere vielleicht gehört habe und die für mich eine wahnsinnige Energie rübergebracht haben und eine Leidenschaft und irgendwie, ja, weiß nicht. Also das ist einfach, wo es bei mir so viel ausgelöst hat, dass ich mir dachte, ich will das auch. Also hast du dieses Gefühl öfter irgendwie haben und auch geben können. Ja, okay, also hast du so die Kraft der Musik für dich entdeckt und das ist, was du dann haben wolltest, leben wolltest oder willst. Ja, vielleicht könnte man es so ausdrücken, ja. Und jetzt so... Jazz in Abgrenzung zur Klassik? Also weil du gesagt hast, naja, wenn ich jetzt dann Standards einfach singe, das ist dann irgendwie auch wieder wie in der Klassik, dann habe ich so Anweisungen und das führe ich dann aus. So, was ist das jetzt, was du jetzt hast und gefunden hast in dem, wie du jetzt singst? Ja, da muss ich mir jetzt was Gescheites überlegen. Oder wie singst du eigentlich? Wie würdest du das beschreiben? Ja, puh, okay. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, ich bin nach wie vor in einem Prozess, wie ich das mache. Also ich meine, ich kann ja kurz sagen, ich habe letztes Jahr mit meinem Quintett haben wir ein Album aufgenommen. Und ich habe mir das irgendwie so 2 Monate später, also natürlich, man sucht dann irgendwie, okay, wer kann das mischen? Und dann habe ich mir das nochmal angehört und dann dachte ich mir, aha, jetzt weiß ich endlich, was meine Dozentinnen immer zu mir gesagt haben und was die von mir wollten. Ich singe ja wirklich nicht. Das ist ja echt, oh verdammt, oh, ich muss üben. Weil ich habe mich zuvor nie wirklich so singen gehört oder auch einfach mit einem gewissen Abstand, weil irgendwie so Live-Videos finde ich zählen nicht. Das kommt dann im Moment und ich kann mir da dann auch irgendwelche Fehler oder so verzeihen oder so, das ist dann schon irgendwie, ja, das war halt in dieser Situation. Aber so Album aufnehmen, also es war im Endeffekt auch mein erstes, das ich gemacht habe oder was jetzt gerade in Produktion ist. Und dann habe ich mich halt da irgendwie hingesetzt und habe eigentlich erstmal mein Zeug üben müssen, weil das ist, da wäre jetzt vielleicht auch in Zukunft immer öfter damit konfrontiert, dass es einfach was anderes ist, zu schreiben und dann aber selber das zu singen.
Also habe ich mich klassischerweise einfach auf meinen Hosenboden gehockt und dann bin die Texte durchgegangen. Okay, was willst du eigentlich sagen? Warum hast du so einen Text geschrieben? Was ist jetzt da? Was willst du mit deiner Stimme transportieren? Also habe ich das dann irgendwie geübt und dann sitzt man natürlich da immer vor diesem Mikro, dann mit diesen Kopfhörern auf und dann gibt es immer so, die Richtung ist irgendwie so komische, wohin man singt. Und dann war es das sehr entgegengekommen, dass wir dann irgendwie so eine kleine Tour gespielt haben, unter anderem Blue Note, was du gesagt hast, dass du es gehört hast. Und dann war das so, okay, dann habe ich das nochmal live gesungen und dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, wie ich gewisse Sachen singen will, mit welcher Energie oder wie viel Energie ich bei manchen Dingen einsetzen kann, will, muss. Und dann ich kann mich noch erinnern, es war einfach auf einen Abend, ich habe so mein vorm Konzert des Prozedere, dann gibt es einen Kaffee und vielleicht einen Schluck Sekt. bin ich dann vor meinem Laptop gesessen, habe die ganzen Files aufgemacht und dann dachte ich mir, und jetzt gebe ich ein Konzert. Und dann habe ich das in einem Rutsch durchgesungen und also bis jetzt klingt es noch gut. Oha. Ich glaube, ich muss nicht mehr drüber singen. Okay. Genau, aber so okay, dieses spannend. Ganze Verständnis von wie funktioniert jetzt die Musik mit diesem Abstand auch. Mhm. Ich habe das irgendwann mal geschrieben, bringt das jetzt auch gar nicht mehr so sehr in Verbindung, dass ich das geschrieben habe, sondern ich mag die Musik dann auch tatsächlich. Ja. Aha, das klingt für mich so, als ob es in dir quasi die Sängerin gibt, aber auch wirklich die Komponistin, also nochmal als eigenen Anteil. Ja. Also die Komponistin hat gar nicht so viel zu tun mit der Sängerin, sondern die Komponistin macht Musik und die Sängerin muss halt dann schauen, wie sie singt, was die Komponistin gemacht hat, aber das kommt jetzt nicht so aus dir heraus singend. Ja, vielleicht. Ja. Also ich muss, also es schon, also die Gesangsparts, die ich schreibe, sind schon vorher eingesungen, aber ich glaube, da ist einfach nur das... einfach dieses Singen, was dann jeder Komponist macht. Okay, ist es gesanglich, lässt es sich singen. Ja. Aber das hat dann noch nichts mit der Kunst des Singens, wenn ich das so sagen kann, zu tun, glaube ich. Mhm. Aber ich weiß, ich denke auch, dass jeder Prozess des Schreibens anderer ist. Wie kamst du zu der Entscheidung, dann wirklich noch Komposition, Jazz-Komposition, stimmt das? Hast du studiert? Jazz-Komposition zu studieren nach einem... Also das ist eigentlich super einfach. Ich wollte einfach nur zu Steffen. Das ist, also zu Steffen Schorn. Das war auch im Rahmen der Hochschule, gibt es ja immer jedes Jahr dieses Young Lions Festival, mit Artist in Residence. Zu der Zeit war Ruth Wilhelmine Meyer da, also Wahnsinnssängerin und menschlich unfassbar. Und dann waren wir halt da in diesem Workshop und dann war irgendwie so am Schluss, ja, was macht man denn jetzt halt irgendwie so übermorgen? Habt ihr irgendwie Stücke oder so? Und dann, also Freundin hat dann auch so auf mich gedeutet, so die, und ich so, ja, na, weiß ich nicht. Und dann habe ich halt das irgendwie vorgespielt mit Klavier und habe dann so ein bisschen dazu gesungen. Und der Steffen, der hat das voll gefeiert, weil halt, also ich habe zu dem Zeitpunkt den Steffen eigentlich nur überhaupt nicht gekannt und wusste überhaupt nicht, was der für Musik macht. Aber es waren halt dann, es war so ein 7/8 auf 6/8 und so irgendwie so ein Zeug drin. Aber ich, für mich war das gar nicht so was Besonderes oder so, dass das jetzt Odd-Meter, oh ja, ich muss jetzt da was in Odd-Meter schreiben, sondern... Ich habe da eh irgendwie mal davor Samuel Barber, die Excursions heißen die, und diese mit viel Taktwechsel und so. Und das hat aber irgendwie alles Sinn, halt einfach aus dem Klavierspiel, wie die Finger laufen. Und deswegen, also ich weiß noch, als ich das, weil das war eigentlich das Erste, was ich jemals geschrieben habe, hat es jetzt auch tatsächlich auf die Platte geschafft.
Ich habe das eigentlich so in einer Stunde fertig gehabt, aber war trotzdem so dazwischen drin. Jetzt habe ich das gespielt. Oh Gott, das ist kein Viervierteltakt. Was ist das denn? Also ich zähle jetzt einfach mal die Achtel. Ja, und dann schreibe ich das einfach so hin. So, das passt schon. Und dann habe ich irgendwie beim Steffen habe ich nur gehört, dass der wahnsinnig viel Mundpercussion macht. Also so. Und fand es so geil. Und dachte mal, ja, Mensch, ich muss jetzt erstmal bei dem Hauptfach haben. Und dann habe ich bei dem Hauptfach genommen und wir haben da viel so Vokal-Percussion-Sachen irgendwie gemacht und ja, natürlich auch irgendwie so sein eigenes Rhythmussystem in Kreisen und also sehr bereichern und dann sind wir das da irgendwie so durchgegangen und ich habe sowieso geschrieben und ich wollte einfach mehr Zeit mit Steffen verbringen. So, und wie der denkt, was der macht und wollte einfach also ich habe sowieso immer geschrieben dann, ab dem Zeitpunkt und dann war das einfach logisch. Vielleicht erklären wir zur Sicherheit noch mal kurz, wer Steffen Ja. Schorn ist. Steffen Schorn ist der Leiter der Jazzabteilung der Ja. Musikhochschule Nürnberg, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das ist so. Und ist eine wichtige musikalische Persönlichkeit und für dich vor allem, also scheinbar auch eine prägende Person auf deinem musikalischen Weg. Also du wusstest ganz klar, okay, da will ich hin, Ja, da will ich lernen. absolut. Absolut. Genau. Er macht natürlich sehr viel für Big Band und so und genau und hat auch, glaube ich, zeitlang dieses Norwegian Wind Ensemble geleitet und ist immer wieder WDR Big Band und so. Genau, das ist Steffen schon. Mit bunten Hemden. Und hattest du, bevor du das Studium begonnen hast, schon das Quintett? Hast du da schon mit Quintett gearbeitet? Es ist während dieser Studi also Also, Kompositionsstudiumszeit. ja, doch, da gab es das schon. Da gab es das schon. Ich habe das. Ach, in meinem ersten Jahr habe ich ja Quartett gegründet, einfach weil das jeder so gemacht hat. Und dann habe ich einfach so rumprobiert. Okay, was passiert, wenn man das macht? Und wenn man das macht, dann kam Corona dazwischen. Kurz davor hatte ich dann. Tatsächlich an demselben Tag hatte ich eine Probe, dann unter anderem mit Flo Fischer und Max Heimler, die dann blieben, Gott sei Dank. Und das war so, wir haben geprobt und glaube so noch 2 Stunden sind dann irgendwie, also in der Hochschule, sind dann irgendwie alle Leute reingeschneit in diesen Saxophonraum und haben ihre Instrumente geholt und habt ihr schon gehört? Die Hochschule macht morgen zu und alle irgendwie total durchgedreht. Und wir hätten irgendwie die Woche drauf einen Auftritt gehabt, das wäre dann im Trio gewesen, dann noch mit einem Bassisten. Genau, und da war einfach Corona und dann hat sich das halt irgendwie alles ein bisschen verzögert und ich weiß nicht, habe ich da viele Stücke geschrieben? Nee, eigentlich nicht. Sondern es war dann so, jetzt könnte ich vielleicht ein Quintett gründen, okay, mit wem will ich zusammenspielen? Was sind so, welche Fähigkeiten schätze ich von einzelnen Menschen? Und habe eigentlich dann tatsächlich fürs Quintett geschrieben. Genau, also ich wollte die Anteil, also Flo Fischer ist ja nach wie vor bei mir auch im Quintett dabei. Ich wollte einfach, dass Flo, weil der ist ja voll in seiner Energie, wenn er einfach frei spielen darf und einfach macht. Und genau das wollte ich irgendwie haben. Max mit Effekten war dann eh klar. Wollte im Bass einfach einen Ruhepol. Ist dann Moritz Graf geworden. Und dann damals war noch der Lukas Langgut dabei, der dann einfach, ich wollte einfach, dass das Klavier virtuos ist und alle meine Noten lesen kann. Genau. Ah, das bringt mich zu einer Sache, die mich interessiert. Wie frage ich das? Du bist Komponistin, du hast ein Quintett. Wie viel ist denn von dem so vorgegeben, was die spielen? Also du sagst jetzt, ja, der Flo, der ist ja meist in seiner Kraft, wenn er frei spielt. Und das sind ja alles ganz tolle Musiker, die du da hast. Und
Du bist die Komponistin, also du bist jetzt ja nicht nur in Anführungszeichen eine Sängerin, die dann so ein Liedsheet hinhaut, sondern du bist da als Komponistin und Bandleaderin. Wie viel gibst du denen denn da so vor und wie kann ich mir das denn vorstellen? Ja, da bin ich mir jetzt halt nicht so sicher, wie viel, dass ich denen vorgebe. Wahrscheinlich müsste man die jetzt halt fragen, ja. wie die das so finden, was ich... ich versuche nicht viel Vorgaben zu machen, wenngleich es aber, glaube ich, viele sind. Also, in dem Moment, wenn ich vielleicht so Noten abgebe, denke ich mir, ja, eigentlich habe ich überhaupt keinen Plan. So, also das sind jetzt viele Ideen, die jetzt da irgendwie draufstehen, aber eigentlich weiß jetzt noch nicht, wo das hingeht. Mal schauen. Mhm. Und dann sagen aber eher vielleicht dann die ausführenden Musiker, ja, du hast doch eigentlich eine total klare Vorstellung. Und dann, ja, echt, okay. Und ich merke es dann eigentlich durchs Ausprobieren, dass ich vielleicht doch klare Vorstellungen habe. Die steckt aber eher in deinen Noten und den Ideen als in so einer festen, in so einem inneren Hören schon oder einer Vorstellung, wie das jetzt klingen wird? Oder wie stelle ich mir das vor? Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Band klingen wird. Also aha. Da habe ich keine Ahnung, aber... das will er überhaupt nicht. Sehr spannend. Also ich will ein bisschen überrascht werden. Ja. Also ich will jetzt, natürlich, es gibt irgendwie Ideen und es gibt eine Struktur und es gibt einen Ablauf, der aber jederzeit verworfen werden darf oder kann. Ja. Je nachdem, wie es dann beim Spielen ist, ob gewisse Teile nötig sind oder nicht, das ist ja dann auch noch die nächste Frage. Ja. Ja, genau, aber also für mich muss halt dann, es muss vielleicht einfach am Ende der Ausdruck stimmen. Mhm. Und wie genau das jetzt gespielt wird, ist mir dann vielleicht, also ich bin oft schon überrascht worden, mhm, und es waren da schon oft einfach Sachen dabei, die jetzt nicht so dort standen, einfach nur, weil wir so einen Teil nicht rausgefunden haben und dann haben wir irgendwie halt so probiert, wie kommt man da wieder raus? Habe Gott sei Dank irgendwie so Handyaufnahmen gemacht und haben wir das dann angehört und dachte mir, ja geil, das klingt super logisch. Jetzt muss ich das irgendwie, jetzt schreibe ich das so ungefähr auf in diesem Stil. Mhm. Oder beziehungsweise schreibe irgendwie so die drei Takte rein und sage, okay, wir machen das so und so, wie wir das da mal als Fehler oder als Not reingeprobt haben. Mhm. So irgendwie... Ich sehe dich gerade so als eine Bastlerin von Ideen, die dann wirklich im Prozess zuschaut, wie die Gestalt davon wird. Also, also in der Zusammenarbeit natürlich mit den anderen, aber auch, also die dann eigentlich zuschaut, wie die Musik so ins Leben kommt und was es denn jetzt dann wirklich für ein Wesen wird in der Realität. Ja, das ist... Ja, habe ich so noch nicht gesehen, aber doch. So hat sich's mir jetzt mitgeteilt, als du es mir erzählt hast. Finde gut. Spannend. Nee. Schön. Jetzt spielst du ja bei den Zikaden eine Woche lang mit deinem Quintett. 7 Abende, ja. Jeden Abend lang. Huh. Warum machst denn du das eigentlich? Ist ja jetzt nicht so, dass man reich davon wird und dann ist es so eine Woche im Sommer, es ist schon viel Arbeit, man muss die Leute zusammentrommeln, es ist auch wirklich Arbeit. Ja. Wieso lässt man sich auf so ein Format ein, 7 Abende am Stück zu spielen? Also eigentlich ist es ganz einfach. Peter Fulda hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Das war's. Also ich kann das schon ein bisschen ausholen und mir noch was aus den Fingern saugen, aber das ist im Grunde eigentlich das, was okay. Es war. Peter hat mich gefragt und ich habe, dadurch, dass ich jetzt halt einfach schon lange in Nürnberg studiere, habe ich natürlich die Zikaden so irgendwie mitverfolgt. Mhm. Und ich glaube schon irgendwie so, als ihr noch jüngere Studentin, dachte ich mir, ja, vielleicht so, könntest du ja da auch mal spielen und so.
Und dann hat letztes Jahr Peter Fulda schon, meinte schon, ja, nächstes Jahr spielst dann du. Und ich dachte mir so, echt? Okay. Cool. Also war das eine Ehre für dich, gefragt zu werden, ob du bei den Zikaden spielst? Ja, vor würdest. Allem so von Peter Fulda, weil ich finde den nämlich einen wahnsinnig tollen Musiker und so. Und dass der dann irgendwie gut findet, was ich mache, das ist, war schon eine Ehre. Ja, ich freue mich drauf, dass wir da ja tatsächlich auch in der gleichen Zikadenwoche spielen werden. Ich werde dich hören, ich werde die Entwicklung deines Quintetts verfolgen. Apropos Entwicklung, wenn ich jetzt den ersten Zikadenabend von deinem Quintett höre und den letzten, meinst du, ich höre da, hab da das Gefühl, was zu hören, was ich schon kenne, oder gibt es da sowas wie die Möglichkeit einer Entwicklung für dich und euch bei so einer Reihe von Konzerten? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Quasi in Kürze. Ich denke schon, also wir sind ja jetzt mehr oder weniger ein bisschen zusammengewürfelter Haufen. Max ist mir erhalten geblieben, alle anderen, also auch die Chuteen, die ist leider, ich glaube, jetzt in der Zeit dann irgendwie in Amerika oder so und spielt da eine kleine Tour. Flo ist ja, glaube ich, auch, sind irgendwie alle in Amerika. Also Flo ist, glaube ich, in Kanada. Also so. Deswegen gibt es so ein bisschen eine neue Besetzung. Peter der Fulda Flo spielt ist dann dabei. Auch. Peter Fulda spielt, genau, aber der Peter Flo spielt. Der Flo spielt die Woche davor. Ach ja, stimmt. Und in ja. der Woche hat er jetzt halt keine Zeit. Stimmt, da spielt er dann gar nicht. Aha, nee, das finde ich ja auch so spannend, ne, dass ihr im Jazz einfach einzelne SpielerInnen austauschen könnt. Ja, ich weiß nicht, ob das die gleiche Band. Also, und ich finde nicht, dass es dann die gleiche Band ist. Okay, aha. Aber also finde dann überhaupt nicht. Es ist vielleicht, es ist die ähnliche Musik und natürlich es steht viel aufgeschrieben. Es gibt ja jetzt auch Aufnahmen, an die man sich halten könnte dann, wenn man mag. Dann ist es vielleicht noch eine Entscheidung, die ich treffen muss, ob es weiterhin mit E-Bass ist oder ob Alex Bayer wird bei mir Bass spielen oder ob er auf Kontrabass umsteigt. Das ist dann auch nochmal so eine Frage, die man dann einfach mal stellen darf und wo man dann ausprobieren kann. Genau, dann habe ich noch den Nico Graz eingeladen, der spielt dann nur Akkordeon. Oha. Genau, Bandonium. Also deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass innerhalb von 7 Tagen eine ziemlich neu zusammengewürfelte Band sich entwickeln wird, vor allem also mit den, ich habe da vollstes Vertrauen an die Leute, die ich da dabei habe, dass da einfach was passiert. Also das eigentlich stellt sich für mich da die Frage dann gar nicht, sondern das ist einfach, ich gehe da sehr vertrauensvoll dann in die Sache und dann bin ich ja sehr, sehr gespannt, was einfach andere sagen dann zu der Musik. Oder, also ich meine, das sind ja alles professionelle Musiker, das heißt, da wird wahrscheinlich jeder sagen, ach ja, könnten wir hier mal da und vielleicht mal hier da oder ich würde gerne so. Und das finde ich dann total spannend. Und in dem Moment hoffe ich natürlich, dass ich dann mehr die Rolle der Sängerin einnehmen kann, das heißt als einfach nur als Bandmitglied, wie als eine Leiterin, die dann sagt, sie haben hier aber kein Haar gespielt. Also, genau. Und kann es dann auch sein, dass sich einzelne Stücke verändern, also anders rauskommen, als sie vorher waren? Das glaube ich nicht tatsächlich. Das glaube ich nicht, aber vielleicht wird es einfach Teile geben, die gestreckt werden, Teile, die gekürzt werden. Aber ich glaube, ich habe immer relativ viele Motive, die sehr stark sind. Und
die dann großartig zu verändern. Also klar, wenn wer einen guten Vorschlag macht innerhalb dieser Woche, wo ich sage, ja, okay, dann klar kann das sein, aber es ist jetzt nicht, ich glaube, ich lege das jetzt nicht da drauf hinaus, sondern lasst es vielleicht jetzt eher passieren. Okay, das heißt, du bist jetzt eine junge, fertige Musikerin, was das Studium betrifft. Hast viele wenn man das so sagen will. Einflüsse gehabt. Gehst jetzt raus in dein Leben als freie Musikerin wahrscheinlich? Ja, nein, ich unterrichte relativ viel. Genau, also deswegen ist es so frei, bin ich leider nicht. Wie geht's denn weiter für dich? Was passiert denn die nächsten Jahre im Optimalfall? Was die nächsten Jahre passiert, das weiß ich nicht. Da habe ich keinen Plan, weil ich eher so auf die, ich sage jetzt mal, 3-Monats-Pläne irgendwie vertraue. Oder beziehungsweise einfach gerne reagiere. Also ich auch wenn ich jetzt halt einfach so zurückblicke, was so passiert ist, dann kann man ja das eh irgendwie schlecht voraussagen, was in 2 Jahren passiert. Also zumindest jetzt, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber momentan, keine Ahnung, hätte ich nicht vor 2 Jahren jetzt gesagt, ja okay, also ich werde irgendwie ein Ensemble zusammenstellen. Sondern es hat sich halt irgendwie ergeben. Und jetzt folgt einfach daraus, dass man jetzt einfach die Sache vorantreiben muss, tatsächlich. Mit allem, was dazugehört. So auch diese. Ja, dann sagt alles. Also. Sein eigener Job, ja, ne? Die Sache voranzutreiben. Super. Etwas, was wir eigentlich nicht in der Berufswahl einkalkuliert haben. Ja, ich tue mich da schwer damit, aber ich kann mich immer mehr mit den Gedanken anfreunden, dann einfach so büromäßig dann einfach da zu sitzen und dann zu sagen, ja okay, also dann wenigstens ein bisschen was. Immer noch mehr als nichts. Genau, und deswegen ist jetzt so das Ding, dann hoffe ich jetzt mal, dass so bis Herbst ein Label gefunden ist für die Quintettaufnahmen, was dann auch wieder mit Booking und alles so einhergeht. Und dann, genau, dann klar, das Unterrichten, das nimmt viel Zeit an, aber da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr weniger machen, wo ich mich jetzt schon sehr freue. Wo unterrichtest du denn? Quasi in der Nähe oder beziehungsweise in Abensberg und dann bin ich noch einen Tag an der Uni in Regensburg. Okay. Genau. Ja, und deswegen mal sehen, was so dieses Jahr passiert. Also ich freue mich auch auf Nichtstun, muss ich gestehen. Also ohne jetzt halt irgendwie, ja, und dann will ich das machen und das machen, sondern so auch nichts tun, da kann ich, da freue ich mich sehr darauf. Okay. Und wer ist wichtiger, die Sängerin oder die Komponistin? Die teilen sich das. Die dürfen beide da sein und manchmal braucht es mehr das und manchmal mehr das. Also jetzt war natürlich die Komponistin war aktiver, so seit Februar. Und jetzt, dadurch, dass ich wieder mehr gespielt habe, habe ich dann wieder gemerkt, ach ja, genau, jetzt hat irgendwie so wieder einfach körperlicher dann zu sein und dann in Aktion wieder zu treten. Und so, das braucht es dann schon auch. Also ich bin sehr froh, dass ich da einfach verschiedene Rollen habe, wo ich hineingehen kann. Weil nur eines zu machen, wäre dann vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, das würde mich langweilen und ich würde das Interesse daran verlieren, wenn ich immer nur das eine machen müsste. Also jetzt nur komponieren. Und so kriegt man dann wahrscheinlich auch
durch Singen oder selber halt wirklich Musik machen, kriegt man dann einfach auch wieder Ideen her. So, und das ist das eine, und das ist dann andere. Schön praxisnah quasi. Ja, genau. Das eine nährt das andere hin und her sozusagen. Absolut, ja. Ja, genau. Sehr schön. Ja, Clarissa, vielen Dank für das inspirierende Gespräch und für die Einsichten in dein Leben. Ja, danke als für die Fragen. Musikerin, als Sängerin, als Komponistin. Wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Und können dich hören bei den Zikaden in der zweiten Woche vom 19. August bis zum 25. August im Kunstverein Kohlenhof jeden Abend um 20 Uhr im Doppelkonzert mit mir tatsächlich. Das ist jetzt ein netter Zufall. Liebe Clarissa, ich danke dir. Schön. Und wir sehen uns dann im August. Wir sehen uns auch dir. Danke. Ciao, ciao. Seat you sit.